Hallo Katharina, wie geht's dir heute? Gut. Sagst du uns trotzdem mal ganz kurz, wer du bist? Ich weiß es ja, aber meine Freunde wissen es noch nicht, alle immer noch nicht. Ich bin Katharina Prüm. Aha. Willst du noch wissen, was ich mache, oder? Ja, das wäre nicht schlecht, oder? Gut. Ich bin die Urenkelin von Johann Josef Prüm und bin seit einigen Jahren im Weingut wieder aktiv. Bin hier aufgewachsen, habe zwischendurch mein Jura studiert und jetzt wieder im Weingut, mache den Wein Hier mit ist meinem Vater. an der Mosel, ne? Genau, Ja, hier ist an hier ist der an der Mosel, Mosel. in der Mittelmosel. Wir sehen die Weinberge hinter uns. Welcher Weinberg ist das, den wir Das ist gerade die sehen? Wilhelmer Sonnenuhr. Die Sonnenuhr selbst sieht man, wenn man ein bisschen nach links schaut. Ja, leider kriegt man sie hinter Leider den nicht. Bäumen. Ist hinter den Bäumen, Genau. ne? Aber. Aber jedenfalls die Weinlage darüber ist das Ja. Gracher Himmelreich. Und Ja. wir machen hier Wein seit einigen Generationen. Und Ja, Katharina, eine Frage, sag mal, hier soll ja demnächst eine Brücke gebaut werden, ne? Irgendwo. Wo würdet ihr denn dann langführen? Nur mal, dass man das nochmal sieht, die kann wenn sie man hier gebaut. nicht sehen. Das wäre hinter dem Hang. Aha, Also sind okay. so 6 Kilometer von hier. Ja. Ja, würde man hier nicht sehen, aber man kann sich vorstellen, das Tal ist da an der Ecke auch sehr schön, auch Ah. Schiefersteillagen und da so ein Betonmonster drin ist nicht besonders Alles hübsch. klar. Jetzt ist aber schon bei der Petition immerhin Folgendes passiert, dass sich der Bundestag immerhin der Petition annimmt. Ist das ein Genau, Erfolg? ja, das ist super. Was weiter rauskommt, müssen wir jetzt abwarten, aber es ist schon mal toll, dass wir diese Stimmen zusammenbekommen haben und wir hoffen jetzt einfach, dass das einen Schritt weiterführt. Alles klar, ja, dann drücken wir mal die Daumen und Dankeschön. wir werden alle hart dran arbeiten. Hast du noch irgendwas, was wir machen können jetzt zum jetzigen Zeitpunkt? Wer Politiker kennt, einfach mal ansprechen. Das ist ganz wichtig, dass man einfach mehr Bewusstsein schafft. Insgesamt auch dieses Thema weiter diskutieren, weiter drüber sprechen, mehr Leute motivieren, auch sich dafür mal zu interessieren. Okay. Und insgesamt einfach, wenn einem was nicht passt, das auch mal klar zu machen. Ich sage ganz herzlichen Dank und wünsche dir weiterhin so viele schöne Weine. War eine tolle Danke. Weinprobe. Danke, Danke, danke. danke.